Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir spielen Yet Another Zombie Defense. Im Angespielt, ich mache da ja, so ein 20-minütiges Video, wir schauen uns das mal an. Das Spiel gibt es bei Steam momentan für 1,99 €, ist von den Awesome Games Studio. Ist ein, ja, wie der Name schon sagt, ein Zombie-Defense-Spiel. Man kann es auch online spielen. Es gibt hier auch ein Leaderboard, was im Steam ist, was ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht seht, aber da ist ein Leaderboard enthalten. Und ja, wir spielen aber einfach mal ein Spiel. Wir gucken uns das Spiel mal an. Wie gesagt, ich hab den. Es gibt hier verschiedene Modis, die muss man freischalten mit der Zeit. Es gibt Defense, Endless Night und Deathmatch und dann gibt es noch ja, Optionen, die man einstellen kann, wenn man möchte. Und wir spielen einfach mal. Wie gesagt, wir gucken uns ein bisschen an. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das Spiel gerne spielt oder nicht. Wir können drei Leute auswählen. Ein Kerl, eine Frau und ein SWAT. Wir nehmen mal den Kerl. Wir spielen nur... wir spielen kein Internetspiel. Wir machen Friends Only. So. Wir haben am Anfang eine Waffe, die unendlich Schuss hat. Unten rechts steht's. Schuss wird mit LMB, also Left Mouse Button. Maus ist Aim. Wenn man linken Mausknopf hält, schießt man. Wir haben oben links stehen Health, das ist unsere Gesundheit. Reload heißt, wie viel Muni wir in der Waffe haben. Wie viel Ammo wir an sich haben, das ist Infinite, also unendlich. Und eine Pistole haben wir gerade. So. Und wir müssen natürlich hier Zombies wegschnetzeln. Sonst wird das Spiel auch nicht so heiß. Und natürlich immer versuchen, immer die Kohle einzusammeln, weil die Kohle ist wichtig in den Rundenwechseln. Werdet ihr gleich sehen. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt zum Testen. Und so, jetzt können wir hier oben auswählen. Wir können hier Barrikaden errichten, die natürlich immer ein bisschen Kohle kosten. Wir können einen Autoturret hinbauen, der aber eine Waffe braucht. Wir können Minen legen, wir können neue Waffen kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal noch nichts, sondern wir holen... Schau mal, ein paar Elektrobarrikaden. Genau, so einen kleinen Bereich schon mal abgrenzen, ein bisschen. So, schon mal drei Stück kaufen und dann machen wir die nächste Nacht. Knarre reicht am Anfang. Wir müssen gleich, ich sehe mal so den dritte auf die vierte, müssen wir auf jeden Fall ein SMG kaufen. Nachladen tut man natürlich mit R. Und wie gesagt, ich werde ein Video davon machen, ich sag mal so 20 Minuten circa. Je nachdem, wenn wir so lange überleben. Da haben wir ein Power-Up. Gibt's hier auch. Speed Boost, da sind wir schneller. Und wie man sieht, sind die jetzt auch schon ein bisschen stärker. Wir haben zwei Minen gekriegt, das ist auch nicht schlecht. Die können wir hinlegen. Und wie man sieht, die Zombies halten schon gut was aus. Und jetzt hat uns da schon einer angegrapscht. Leider noch keine Granate gekriegt. Das hätte ich auch mal gerne gezeigt. Einfach mal sterben. Apropos, den Key habe ich zur Verfügung gestellt gekriegt. Deswegen mache ich da auch ein Video von. Und wie gesagt, das ist ein Angespielt-Video, wie immer. Ihr kennt es ja. So, wir haben jetzt ein Level Up. Ein Skillpoint können wir verballern und ich würde vielleicht die Health regenerieren. So, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal so langsam mal die nächste Waffe. Und ich würde fast sagen, eine Shotgun, oder? Ja, holen wir eine Shotgun, komm. Holen wir ein bisschen Ammo dabei. So, eine Barrikade können wir sowieso nicht kaufen. Wir könnten ein paar Minen hinlegen, tatsächlich. Wir haben ja ein paar. Und sind wir auch zu sein 4. Könnten wir mal ein paar hinlegen. Ups, ja, egal. Legen wir mal ein paar hin. Einfach mal so. Warum nicht? So. Wechselt du mit dem Mausrad. Kann man aber, glaube ich, auch mit den Nummerntasten kann man es auch. Wir werden dann immer die Shotgun auswählen und ab geht's. Erstmal wegknallen. Es gibt verschiedene Arten von Zombies auf jeden Fall. Manche sind schneller. Manche sind langsam. Manche kriechen auch. Die Shotgun war auf jeden Fall eine gute Wahl. Wir haben zwar nur mal zwei Schuss pro Ammo, aber... Dafür machen wir pro Schuss einen Zombie weg. Da haben wir einen Stern.
Aber ich muss mich mal kurz muten, weil ich husten musste. So. 5000 haben wir. Ein Autoturret kann man uns noch nicht leisten. Immer noch nicht. Doch, können wir wohl. Aber wir können keine Waffe im Prinzip drauf tun, oder? Kostet doch, die kostet 600. Aber ein SMG, ich würde lieber eher einen Assault Rifle da drauf kloppen. Das kostet aber ein bisschen mehr. Deswegen machen wir direkt nächstes Level. Ein bisschen Geld sammeln. Autoturret ist natürlich geil, der schießt. Sagt der Name. Und hilft uns natürlich. Wer sich wundert, dass ich zwischendurch mich muten muss, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen mit Husten und alles. Ich hatte ja ein Info-Video extra gemacht. Wer es nicht gesehen hat, bei mir am Kanal gucken. Granaten schmeißt man natürlich mit G. Zack. Oh, ganz schön viel Kohle gedroppt, sehr gut. Oder nicht Medikit, dann nehmen wir es mal. Gibt mal eine Seite hier. Schön die ganze Kohle einsammeln. So. Sehr gut. Und direkt nächste Health Region. So, wir werden uns mal ein Autoturret kaufen. Und den werden wir mal hier hinsetzen. Und wir brauchen eine Waffe. Da werden wir uns mal die Assault Rifle gönnen. Weil die relativ cool ist. Warte mal. Mount, ja. Genau, da ist sie. Haben wir noch ein bisschen Ammo dabei. So dass wir noch 1500 haben, damit wir uns eine Barrikade kaufen können. Die bauen wir dann hier hin. Ja, und ab geht's. Jetzt schießt das Ding natürlich für uns. So, relativ stark, der Autoturm. Natürlich aufpassen, dass die Zombies jetzt nicht unbedingt da den angrapschen. Die greifen den nämlich zuerst an. So. Ist ja auf jeden Fall ein cooles Spiel für zwischendurch. Also, das kann man jetzt nicht stundenlang zocken, natürlich nicht, aber so für zwischendurch ist das ganz cool. Also, finde ich jetzt. So, jetzt bauen wir hier nochmal welche hin. So, dass wir hier auch ein bisschen. Ein klein wenig Schutz haben von der Seite schon mal. Jetzt können wir noch ein bisschen Muni kaufen. Auf jeden Fall schon mal für die Shotgun noch, weil da brauchen wir auf jeden Fall welche. Wir haben nicht mehr so viel. So, Assault Rifle haben wir noch 15, da können wir auch noch ein paar leisten. So. Nächste. Wir haben natürlich immer noch Granaten. So. Da war schon wieder so einer, der schnell rennt. Oh Mann, nee, das ist auch nicht schlecht. So, hau mal ab hier. Hey, 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 hey. Fast Reload. Machen wir hier Movement Speed. Das ist nämlich auch gut. So schneller sind wir. So. Ja, erstmal ein bisschen Muni wieder kaufen. Muss. Shotgun auch. Ein bisschen auffüllen. So. So, und jetzt will ich noch ein paar Barrikaden haben. Nämlich auf der Seite hier. Schau mal. So, guck mal. Haben wir da schon mal ein bisschen was aufgebaut. Ich würde auf jeden Fall gerne gleich noch einen zweiten Autoturret haben. Alleine schon, um hier. Ich bin am überlegen, ich glaube, ich hau mal ein paar Minen. Wir haben ja ein paar. Warum nicht?
Sorry, da hatte ich gerade wieder einen Hustenanfall, aber jetzt geht's weiter. Nächstes Level. Wie gesagt, mir geht's. Ich bin momentan angeschlagen mit Husten zum Teil, deswegen muss ich mich immer zwischendurch muten und. Ja, ist nervig. Es ist auf jeden Fall nervig. Aber zum Aufnehmen ist es richtig nervig. Oh, schieß ja nicht. Okay, schießen die halt schon drei Schüsse aus. Finde ich jetzt nicht so geil. Hau ab, Mann. Komm, weg. Einmal kurz eine Runde machen, bis wir ihn einsammeln. Sehr gut. Sehr schön. Guck mal, hat er schon wieder gereicht. So, schauen wir mal. Da brauche ich... Na, scheiße, hier kann ich gar keinen setzen, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal zu hier. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen Munition kriegen. Auf jeden Fall schon mal für die Shotgun. So ein bisschen. Und natürlich für die Assault Rifle. Rifle. So. Ja. Die Tesla-Coil, die hätte ich gerne mal, aber ich weiß gar nicht. 20.000, okay. Dauert ein bisschen. Da steht auch immer, was die mehr können. Mehr 1,6 mehr aushalten, also mal 1,6. Faktor 1,6, kann man auch sagen. Stier. Was ist hier los, hä? So, hier einmal durch. Weg mit dir. Oh, dann war mal Maussage, bist du mal anders. So, Movement Speed, ein bisschen mehr. So, wir könnten uns jetzt einen zweiten Turm kaufen, was ich ja tun werde. Den brauchen wir auf jeden Fall. Place. Und wir wollen, was nehmen wir denn für einen offenen Assault Rifle? Ich glaube ja, ne? Erstmal. Na, doch, können wir wohl. Unter dem 31 Schuss haben wir dafür noch. Passt. Zwei Assault Rifles. Müsste eigentlich hinhauen. So, hier. Meine Granate noch rein. Zack. Jetzt wird es schon ein bisschen voller hier, wie ihr seht. Oh, mach mal Platz da. Okay, ja, toll. Gib mal die ganze Kohle her. Sehr gut. Sehr schön. Alles erledigt. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Die müssen natürlich immer Muni haben. Da müssen wir darauf achten. Und ich würde mir gerne eigentlich das Schnipper-Rifle mal kaufen. Das Schnipper-Rifle. Warum? Weil ich das kann. Guck mal, das kann das Ding. Flamethrower. Wir können natürlich hier weiter noch Barrikaden rumbauen, aber das lassen wir jetzt mal. Jawohl, Ingen. Hat doch gut geklappt, also ich muss ja sagen, also das war schon mit dem Sniper Rifle auf jeden Fall pro Schuss ein Magazin, aber war schon geil, also zieht schon gut was ab, der Dingen.
Aber natürlich will ich gerne auf Rocket Launcher oder so mal. Oder die Tesla Coil, die hätte ich mal gerne. Oder so ein Blaster. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir als nächstes mal einen Rocket Launcher. Mal gucken, was der dann so kann. Den hatte ich nämlich noch nicht. Erstmal alles killen hier. So, Granaten. Ah, das könnte uns jetzt tatsächlich unser Ende sein. Hallo? Das hält, sehr gut. Invisibility, so. So, Rocket Launcher hätte ich gerne. Bisschen Muni dafür, kostet natürlich ein bisschen, aber egal. Auf geschissen will ich sehen. Jawohl. Ums. Oh, okay. Die halten aber ganz schön weit aus. Die Typis. Kann mich nicht selber treffen, das ist schon mal gut. Aber wie ihr seht, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Also definitiv sogar. Ich denke mal, das ist erkennbar, dass der gut anzieht. Und im Endeffekt müsste ich eigentlich schon wieder einen neuen Turm hinstellen. Könnte ich eigentlich machen. Ich habe ja noch den der Sniper-Rifle. Könnte man eigentlich auch hinstellen. Ach, jetzt habe ich den. Egal. Auch schon mal reinkloppen. Und mach mal Platz da, danke. Und die eine Barrikade ist platt. Wie ihr seht. Das geht auch. So. Und ich würde jetzt sagen, ich baue jetzt noch den Turm hin, den nächsten. Und da kommt der Sniper-Rifle drauf. Da. Mount. Da kriegt er noch ein paar Schuss. So, wir könnten uns, ich glaube, nichts Neues kaufen. Ne? Wir könnten uns noch den Flammenwerfer kaufen. Den können wir auch mal testen. Einfach mal so zu testen. Weil das wird jetzt auch unsere letzte Nacht. Und dann sollte das eigentlich erstmal reichen mit dem Angucken. Mit dem Angezockt. Und so baut man eigentlich die ganze Zeit und überlebt natürlich so lange, wie es geht. Natürlich klar. Wow, 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 wow. Brennt! Hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der irgendwie ein bisschen besser ist, ne? War gar nicht mal so schlecht gerade. Der Schuss. Invisibility heißt natürlich, dass sie mich nicht sehen, sondern nur auf die Türme gehen. So, und ich würde sagen, ich werde mich jetzt nochmal töten lassen, dann seht ihr das auch nochmal. Und ja, dann sollte das eigentlich erstmal reichen. Für ein Angezockt reicht das auf jeden Fall. Nacht 15 ist ja auch gar nicht mal so schlecht.
So, dann lassen wir uns beißen hier. Nein! Ja, you are dead. Wir haben 1,125 Millionen Punkte. Der Rang. Wir sind dann nach 15. Wir haben 641 Zombies gekillt und fast 100.000 ausgegeben. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Angezopf von dem Spiel. Wie gesagt, das ist Yet Another Zombie Defense. Kostet 1,99 auf Steam. Wer auf so welche Spiele steht, kann sich's gerne angucken. Ist für zwischendurch gar nicht mal so scheiße. Ich habe es jetzt auch schon 2-3 Mal gezockt, jetzt das 4. Mal. Und ich finde es okay für den Preis. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Video, zum nächsten Angezockt oder wo auch immer. Tschüssingen!